Thema BI-Projekt. Die Frage von Lennart war so Richtung Erik, aber gerne auch Richtung Andreas, Oliver. Wie kann man eigentlich Best Practice so ein Dashboard oder BI-Projekt umsetzen? Also wir sind jetzt hier mal ganz speziell in dem Fall Energie. Wir haben ein System, was uns Energiedaten beschert. Das ist noch nicht angebunden ans Data Warehouse. Da geht es auch viel um das Thema Bereinigung. Also wir müssen halt, um halt auch auditiert zu werden, müssen wir halt auch belegen, dass wir Maßnahmen ergreifen, um den Energieverbrauch zu senken. Und dafür müssen wir uns halt Energieverläufe auch aus verschiedenen Perioden anschauen und müssen auch entsprechend bereinigen, also externe Einflüsse daraus rechnen, um dann halt wirklich am Ende auch ein Dashboard zu kriegen, wo wir sagen können, jetzt können wir auch mal Monat A und B vergleichen. Aber das mal so, das ist so ein bisschen Ziel seiner Arbeit, die Masterarbeit, die er sich vorgenommen hat. Und seine Frage war mal, was ist so aus deiner, eurer Sicht so ein Best Practice BI-Bericht wie man, oder BI-Projekt, wie man da so vorgehen kann? Boah, die Frage ist natürlich jetzt so pauschal ganz, ganz schwierig bis gar nicht zu beantworten. Ne? Weil es war, kommt drauf an. Genau, da kommt jetzt wieder dieses Beraterzeug, es kommt drauf an irgendwie. Also grundsätzlich mal ist es ja tatsächlich so, ich bin ein ganz großer Fan davon, eben halt von der Anforderung zu kommen. Ja? Dass also wirklich erstmal klar wird, wo wollt ihr hin, was ist das Ziel, was wollt ihr hinterher auswerten? Und damit würde ich tatsächlich immer anfangen. Daraus kann man dann tatsächlich irgendwann nochmal sich mit dem Thema, was Andreas und Olli eher machen, Visualisierung beschäftigen. Und dann ist natürlich noch der nächste Punkt, dass wir uns dann um die Datenversorgung kümmern müssen. Wenn wir also wissen, was wir brauchen, dann können wir eben mal schauen, wo wir die Daten herkriegen. Wie müssen die normalisiert werden? Wie wollen wir sie speichern? Bringen wir sie ins Data Warehouse wahrscheinlich rein? Und wie werden sie dann da rein modelliert? Aber ganz klar, tatsächlich erstmal über die Anforderungen kommen. Also, ja, das gucken, sagt, was ist der Business Case? Stefan sagt das auch gerade nochmal, ne? Wir sagen es auch mal wieder gerne. Die Sache ist, erstmal ohne Use Case kein Dashboard. Können wir niemals empfehlen, ne? Olli, du quälst ja immer alle möglichen Leute nach dem Motto, was bringt mir das Dashboard denn am Ende des Tages? Denn wir wollen ja Geld damit verdienen oder Geld sparen oder was auch immer. Also Use Case und das Best Practice ist, was ich immer habe, sage, ist, erst zu überlegen, was braucht ihr, um was zu steuern? Das ist der Best Practice und es wird halt oft nicht getan. Es wird halt ganz oft von den Daten her geguckt, was haben wir, was können wir verwerten, was können wir verwursten, ne? Und das ist ja meistens das, woran es hapert. Und deswegen wäre für mich ganz klar Best Practice eher ein deduktiver Ansatz als ein induktiver im Sprinteform vom Ergebnis her denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der wichtige Punkt ist aber, ich habe es jetzt gerade nochmal eingeblendet, Stefan sagt ja nicht, erstmal die Anforderungen aufnehmen und sich das angucken, sondern Anforderungen verstehen. Und das ist, glaube ich, immer so der Knackpunkt. Die Anforderungen, ja, gib mir deine Anforderungen, aber den Case dann wirklich auch zu verstehen und zu durchdringen. Und das ist von außen natürlich immer ein bisschen einfacher, weil man mir, wenn ich dreimal nachfrage, ich habe das jetzt noch nicht verstanden, erklär mir die Zahlen nochmal, erklär mir nochmal die Zusammenhänge, natürlich immer eher angenommen wird. Intern hat man immer so den Anspruch oder den Eindruck, ja, Jan, du musst doch wissen, was wir machen. Aber nein, du kennst ja vielleicht auch nicht jeden Arbeitsschritt oder die Zusammenhänge. Und da dann nochmal wirklich reinzugehen und ganz wichtig eben wirklich dieses Verstehen der Anforderungen. Das ist genau. Und das ist tatsächlich eine der Fragen. Ich bin ja immer mit diesem Thema hier Aktivitäten in Richtung Wertschöpfung zu denken unterwegs. Das ist so ein bisschen mein Claim. Und das würde ich halt auch immer empfehlen. Das heißt auch wirklich verstehen, was wollt ihr? Wo ist das Wertschöpfungspotenzial? Das heißt also, wenn wir dieses Ding fertig haben, was haben wir dann? Da würde ich mir auch immer einmal Gedanken zu machen. Und was brauchen wir, damit wir die Wertschöpfung auch letztendlich erreichen und von da aus dann loslaufen? Das ist eigentlich der klassische Weg.